Tja, da ist sie schon wieder voll, die Plastiktonne. Denn wir sind in Deutschland und wir Deutschen sind schließlich Europameister im Wegwerfen von Verpackungsmüll. Rund 220 Kilogramm pro Kopf und Jahr werfen wir davon weg. Natürlich ist Plastikmüll, Verpackungsmüll kein deutsches Problem, sondern es ist ein weltweites Problem. Weltweit ersticken wir in Plastikmüll. Im Meer treiben alleine 7 Millionen Tonnen Plastikflaschen. Sie bedecken in etwa die Fläche von Zentraleuropa. Dagegen muss dringend etwas unternommen werden und deshalb traf man sich heute in Berlin auf Initiative von SodaStream zusammen mit Umweltaktivisten wie Hannes Jennecke zu einer aufsehenerregenden Demonstration auf der Spree. Und zwar jetzt, Goodbye Plastic Bottles. Jeder sollte Teil werden. Jeder kann etwas bewegen. Jeder kann etwas dagegen tun. Die Welt ertrinkt in Plastik. Wir fordern jetzt Gesetze dagegen. Ruanda oder Kenia die Plastiktüte zu verbieten. Und ihr schafft das nicht. Was macht ihr da drin eigentlich? Darf man das mal fragen? Also die Kampagne nennt sich Goodbye Plastic Bottles. Die haben wir vor Monaten gestartet. Wir haben etwa 140.000 Unterschriften gesammelt. Das kann jeder immer noch mitmachen. Hashtag Goodbye Plastic Bottles. Es geht darum, dass jeder weiß, dass wir am Plastikmüll ersticken und die Regierung absolut nichts tut und die Industrie auch nicht. Der schwarze Peter wird mal wieder dem Endverbraucher zugeschoben. Wir sollen also Plastik meiden und unsere eigene Tasse mitbringen. Das ist ja auch alles richtig. Aber die Frage ist, warum wird Plastik nicht besteuert, so wie Benzin, Heizöl oder Diesel? Das ist auch ein Ölprodukt. Warum haben wir kein viel besseres Bepfandungssystem, das sich wirklich lohnt, Plastik auch in einen Kreislauf zurückzuführen, wie wir das bei Glas, Metall und Papier ja auch tun? Also würde auf eine PET-Flasche 2 € Pfand draufkommen und auf eine Plastiktüte 1 €, es würde nichts davon mehr in der Umwelt landen. Also die Politik hat das einfach total verschnarcht, interessiert sich für alles, außer für ein Problem, was pro Jahr 1,5 Millionen Seevögeln das Leben kostet. Etwa 650.000 Meeressäugern krepieren an diesem Plastikmüll und es wird nichts unternommen. Ihr habt das beste Wasser schon zu Hause. Wir fordern die Besteuerung auf alle Einwegplastikflaschen in Deutschland und Österreich. Wir fordern. Also natürlich, wenn Fische Mikroplastik aufnehmen, das tun sie über das Wasser, aber auch, weil sie es mit Plankton verwechseln. Dann landet es irgendwann auf unserem Fischteller. Und mittlerweile gibt es Studien, die nachweisen, dass in jeder deutschen Bioforelle Mikroplastik nachweisbar ist. Auch das gehört verboten. Warum hat England das Mikroplastik bereits verboten in Kosmetikprodukten? Warum schaffen wir das nicht? Offensichtlich sind unsere Politiker Marionetten der Industrie oder sie haben einfach eine sehr merkwürdige Prioritätenliste, wie wir bei unserem Innenminister jeden Tag sehen können. Man kann als Endverbraucher irrsinnig viel tun. Kauf mit Stofftaschen ein. Bring zum Coffeeshop deine eigene Tasse mit aus Metall. Trink aus Metallflaschen anstatt aus PET-Flaschen. Kauf dir einen Sodasprudler und mach dein eigenes Mineralwasser, deine eigene Limos, kannst du alles zu Hause machen. Ein Sodasprudler spart pro Haushalt in Deutschland 2000 Plastikflaschen und Dosen. Man kann sehr viel tun. Man kann Frosch kaufen als Marke. Das ist der erste Hersteller von Plastikflaschen, der zu 100% Altplastik verwendet. Also auch solche Dinge. Der Geldbeutel ist eine scharfe Waffe, das sollte man nie unterschätzen. Goodbye plastic bottles! Goodbye plastic bottles! Dann nochmal hier rüber bitte zu uns, hier zum Boot hier rüber. Strampel! Im Wasser befinden sich unsere Markenbotschafter, denen der Plastikmüll bis zum Hals steht. Genau, ich finde es mega wichtig, dass wir uns mit dem Thema immer mehr auseinandersetzen und da auch für Aufmerksamkeit sorgen, weil es nun mal eben so ist, dass wir immer mehr Plastik produzieren und immer mehr in den Meeren und ich war letztens wandern, sogar in den Bergen liegt halt total viel Müll und das müssen wir einfach in den Griff bekommen und das hinkriegen und deswegen ist sowas wie heute total wichtig, um den Leuten einfach zu zeigen, hey, wir setzen ein Statement und auch ihr könnt was tun und gemeinsam schaffen wir das. Ja genau, ich war in der Spree, ich lebe noch, es war nicht kalt und ich stinke nicht, also alles gut. Und kommt über Mikroplastik und die Fische zurück auf unseren Teller.